Hallo, ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir zwei sind Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und heute greifen wir ein ganz wichtiges Thema auf, das vor allem, wenn der Schwangerschaftsbauch vielleicht schon so groß ist wie bei mir oder sogar noch größer wird, eine echte Herausforderung im Alltag wird. Anja und ich, wir haben gleich einen Termin, müssen los. Und mir graut es schon, denn ich muss Schuhe anziehen. Genau. Alle, die gerade schwanger da draußen sind, waren oder vielleicht jetzt gerade in der Situation mit mir sind, wissen, von was ich rede. Es ist eine Qual, vor allem wenn es Schnürschuhe sind, sich nach unten zu beugen und die Schuhe anzubringen. Man braucht doppelt, dreifach, vierfach so lang, um endlich in die Schuhe reinzukommen. Und vielleicht haben wir hier ein, zwei Tipps für euch, wie es besser gelingen kann. Zuallererst ist mal zu sagen, wenn die warmen Sommermonate anstehen, ist es natürlich immer ratsam, Schuhe zu wählen, wo ihr schnell reinschlüpfen könnt. Wie zum Beispiel hier meine. Das ist natürlich die einfachste Lösung, weil ihr könnt sie am allerschnellsten anziehen. Aber auch im Winter kann das eine Variante vielleicht für euch sein. Dann zieht ihr einfach warme Socken an und slippt in eure Schuhe rein. Denn es kann ja wirklich anstrengend werden, vor allem noch mit einem dicken Wintermantel und ähnlichem vielleicht da noch reinzukommen. Also vielleicht ist das eine Variante für euch. Wenn ihr nun aber Schuhe anziehen möchtet, die gebunden werden möchten, dann ist es vielleicht ratsam, dass ihr euch erstmal eine erhöhte Sitzposition hier wählt, wie zum Beispiel den Stuhl. Setze ich mich jetzt einmal ganz kurz hin, ziehe mir kurz die Socken an. Man sieht auch schon, Socken kann eine Herausforderung sein. Dann könnt ihr einfach euer Bein hier hochnehmen und euch einmal die Socken anziehen. Dann müsst ihr euch nicht so weit nach unten beugen. Und entweder zieht ihr genau so auch eure Schuhe an. Damit nehmt ihr einmal eure Schuhe, macht sie einmal auf, nehmt euer Bein, klappt es nach oben und könnt euer Schuh so gut anziehen. Aber ihr merkt vielleicht schon, manchmal ist es doch gar nicht so einfach, in einen Schuh hereinzukommen. Deshalb kann es auch immer hilfreich sein, euch deshalb gleichzeitig einen Schuhlöffel zur Verfügung zu nehmen. Denn so, wenn wir den anderen Schuh nehmen, kann es auch einfacher sein, in den Schuh hereinzuschlüpfen. Eine andere Variante, wie einen Schuh anzuziehen ist, ich ziehe sie nochmal aus, dass ihr den Schuhlöffel zur Seite nehmt. Und vielleicht die erhöhte Sitzposition oder vielleicht eine Treppe, die ihr zur Verfügung habt, nehmt, den Stuhl bzw. den Schuh dort aufstellt und dann sozusagen in der erhöhten Position euren Schuh anzieht und dann zubindet, wenn ihr nicht umfallt. So. Zusätzlich natürlich, wenn ihr das Bedürfnis habt oder merkt, oh, ich kriege das vielleicht alleine überhaupt gar nicht mehr hin, habt ihr vielleicht Unterstützung zu Hause, wie zum Beispiel Partner oder Partnerin, die euch helfen können, eure Schuhe anzuziehen und dann vielleicht erstens in eure Schuhe reinzukommen, aber diese vielleicht auch zuzubinden. Vielleicht waren hier jetzt 1, 2, 3 Hacks für euch dabei, die ihr einfach mal ausprobieren könnt, wie es den Alltag erleichtern kann, in eure Schuhe hochschwanger hereinzuschlüpfen. Wir wünschen euch viel Spaß und wenn ihr Lust habt, dann kommentiert hier doch gerne mal drunter, was euer Hack war, wie ihr am besten die Schuhe angezogen habt oder vielleicht habt ihr noch eine ganz andere Idee, als die wir hier gezeigt haben. Also her mit euren Ideen und Kommentaren, wir freuen uns und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da oder abonniert hier unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!